Hallo, herzlich willkommen. Hier ist wieder Thomas von TomTom Games und ihr seid mit dabei in unserer Endlos-Serie zum Bundesliga Manager Professional und zwar in der inzwischen 27. Folge. Ja, der Cliffhanger war ja ganz gut, glaube ich, in der letzten Folge. Es steht Europapokal an. Wir sind im Europapokal der Pokalsieger und sind dort jetzt im Viertelfinale gegen West Ham United. Letzte Folge habe ich ja nochmal einen Spieler verkauft, um ein bisschen Geld zu bekommen. Das hat uns auch ein bisschen Stärke gekostet. Der Kader ist auch inzwischen, vielleicht sollte man eher von einem Kahler sprechen, weil es so kahl ist. Naja, war auch eher ein Kahlauer. Gut, Reck weiterhin verletzt, das ist ein Problem. Wir haben halt eben jetzt den Ersatztorhüter, inzwischen schon 11 Spieler hat er gemacht. Der hat nur Stärke 38. Also es gibt einige Dinge, die dagegen sprechen, dass wir sehr erfolgreich sein werden jetzt im Viertelfinale. Aber mit ein bisschen Glück geht es vielleicht doch weiter. Wir werden sehen. Ja, wie sieht es sonst aus? Wir haben noch 2 Wochen, bis wir 30.000 Plätze endlich haben. Aber auch das ist immer noch viel zu wenig, ehrlich gesagt. Zustand ist auch nicht gut. Ich habe das schon mehrfach jetzt angesprochen in den letzten Folgen. Unsere finanzielle Situation ist nicht gut, weil ich wirklich einige Fehler gemacht habe in der zweiten Liga. Ich hätte die Vertragsverlängerung alle schon erledigen müssen in der Liga. Und ich hätte es schaffen müssen, das Stadion weiter auszubauen. Sonst, jetzt hängen wir so weit zurück und haben auch nicht die Einnahmemöglichkeiten. Ich meine, mehr als 24.000 Zuschauer kriegen wir jetzt nicht ins Stadion rein. Und mehr als die 21, 22 D-Mark können wir trotzdem auch nicht nehmen. Weil das Stadion ja auch nicht in so einem Zustand ist, dass man sagt, oh ja, ich möchte unbedingt gerne jetzt zum SV Werder Bremen zum nächsten Spiel. Das ist immer so schön, da sitze ich auf wackeligen Sitzplätzen. Manchmal bricht auch so ein Stuhl mal ab, wenn ich ein bisschen hin und her rutsche. Ja, und die Wurst, die es da gibt, also der Wurststand, ganz toll. Das ist so eine Bretterbude. Nein, also ist halt nicht gut in unserem Stadion hier. Ihr seht es ja auch auf dem Bild. Ja. Da müssen wir also irgendwie gucken und da muss was passieren. Gut, aber jetzt passiert am besten mal Folgendes. Wir gewinnen einfach. Europapokal, der Pokalsieger, West Ham United. Super, ausverkauft. Hätte ich vielleicht den Preis sogar noch erhöhen können. Die erste Chance natürlich direkt mal für die Gäste. West Ham United, Flanke vors Tor. Erdmann kann nicht halten und schwupp ist das 1:0 da. Ja, ich meine, also sowas in die Richtung hatte ich erwartet, aber vielleicht klappt es hinten raus. Wir haben ja eine gute Konditionswerte, da ist der Ausgleich, super. Dehring mit seinem 4. Saisontreffer. 27. Minute, nochmal eine Chance für den SV Werder Bremen. Und der unter die Latte und dann doch noch gehalten. 34. Minute, wieder die Werderaner im Sturm. Schönes Dribbling und jetzt rein mit der Flanke und da ist er drin. Ja, Kopfball oder was? Konnte man nicht so richtig erkennen. Ist zum Glück so pixelig. Das kann mit allen möglichen. Es könnte auch mit der Hand reingemacht worden sein, der Tor. Aber das würde keiner sehen. Ja, also die 24.000 Zuschauer kriegen was geboten. Wunderbar. So, Landesmeister. MSV führt auch gegen Manchester United. Wir führen gegen West Ham United. Mönchengladbach führt und Fortuna Düsseldorf ist unentschieden im Moment noch. Okay. So. Jetzt nochmal West Ham im Sturm. Eine Chance, aber übers Tor drüber. 50. Minute war das. So, jetzt gucken wir mal, können wir das halten? Das wäre ja das Wichtigste. Einfach nur jetzt über die Zeit. Jetzt haben wir sogar nochmal eine Chance. Sehr schön. Ja, wieder unter die Latte. Schade. Kein Glück für Borowka. So ein Europapokaltor ist ja auch schon mal was Besonderes. Ah, nochmal gerade abgelenkt vom Torwart. 83. Minute, jetzt nochmal West Ham United im Sturm. Und drüber, auch die haben kein Glück. Und das Spiel, nein, ist nicht aus. Nochmal eine Chance West Ham und er ist noch drin. Verkürzt auf 3:2, trotzdem ein schöner Sieg. 3:2. Ja, Rückrunde gibt es dann nochmal. Da muss natürlich auch nochmal was gehen. Okay, 16. Spieltag jetzt in der Fußball-Bundesliga. Erste Bundesliga-Saison 95-96. Wir sind am 18. November, also auch kurz vor der Winterpause schon wieder. Und müssen jetzt mal sehen, was hier so geht.
Ja, Verletzung immer noch. Leistenbruch zieht sich hin bei Oli Reck. Nasenbeinbruch bei Votava. Wir bräuchten also irgendwie nochmal so einen billigen Nachwuchsspieler. Ja, die sind mir alle zu teuer. Der wäre ganz nett hier, aber der ist halt schon viel zu teuer. Wir brauchen also irgend so einen billigen Spieler, den wir dann selbst aufbauen können. Ja, also unser Training ist ja gut. Wir haben die Leute ja auch tipptopp trainiert. Deshalb sind die ja so stark geworden. Wir haben ja alle mit aus der dritten Liga hochgezogen. Ja, wir könnten das also leisten. Das wäre kein Problem, aber es gibt kein Angebot. Und das ist halt jetzt wieder der Nachteil im Prinzip vom Bundesliga Manager Professional, auch gegenüber seinem Nachfolger Bundesliga Manager Hattrick, dass wir eben hier diesen extrem begrenzten Transfermarkt haben. Ja, wir spielen einfach mal den 16. Spieltag. Was erwartet uns? Wir gucken nach. Ein Heimspiel gegen Hansa Rostock, Fünfter, also müssen wir auch ordentlich was leisten. Ich hoffe, das klappt und der Ehrmann heißt da, ne? Ehrmann im Tor rettet die Lage. Der ist quasi die ganze Zeit unser Held hier. Okay, 21.200 Zuschauer nur. Da ist also der Preis schon ein bisschen zu hoch. Ich habe es ja angesprochen, das Stadion in einem desolaten Zustand. Wahrscheinlich kann man auch nicht von Rasen sprechen. Ist auch eher so eine Art Acker. Ja, jetzt gleich in der Winterpause fahren sie mit dem Trecker drüber und machen irgendwie Wintergetreide. Ich weiß es nicht. Aber das Aufhübschen des Stadions kostet eben auch mal eben ein paar hunderttausend. Können wir uns auch nicht leisten. So, schöne Chance. Fallrückzieher, Bockenfeld, aber gescheitert. So, direkt wieder. Nächste Chance. Zack, schönes Passspiel und abgezogen durch Neubert. Siebtes Saisontor schon. Super. Und die Halbzeit. 1 zu 0. Das reicht ja aus. Das reicht aus. Vielleicht nächste Halbzeit jetzt nochmal ein Treffer. Hier die nächste Chance für die Werderaner. Da war frei und jetzt vors Tor und zack ist er drin. Wunderbar. Ja, Hansa Rostock bislang ohne besondere Chancen. Thorsten Legert mit einer gelben Karte. Jetzt wieder schön gespielt, schön ausgespielt und klappt das? Vors Tor gegeben, im Nachschuss auch nicht, nein. Da hat der Rostocker Torwart nochmal die Lage retten können. So, jetzt. Freistoß, ja, schönes Freistoßtor. Durch Klaus Allofs, sehr schön. 72. Minute jetzt. Wieder die Werderaner im Sturm. Ja, wieder schön ausgespielt. Vors Tor und nein, wieder nicht. Aber kein Glück hier bei dieser Chance. Aber 3 zu 0 ist ja ein schöner, wäre auch ein schöner Endstand. Aber vielleicht wird noch ein 4 zu 0 draus. Ja, sehr schön. Aus etwa 16 oder 18 Metern abgezogen und da war er drin. Ja, so halten wir natürlich unseren ersten Platz. Das ist sehr erfreulich. Haben auch 3 Punkte Vorsprung. Das ist kein bombastischer Vorsprung. Aber man sieht schon, was die Tore angeht, sind wir hier auf jeden Fall konkurrenzlos. Ja, 43 Treffer jetzt schon am 16. Spieltag. Das ist eine Ansage. Hochverdient, ja, würde ich auch sagen. So, Eils bietet an zu verlängern. Das wollen wir natürlich auf jeden Fall haben. Wir freuen uns über jeden, der jetzt bei uns bleibt. Also, das wäre sozusagen das Schlimmste, das uns passieren kann, dass jetzt die Spieler nicht mehr verlängern wollen, denn dann haben wir überhaupt keinen Kader mehr. Ja, das wäre jetzt natürlich wirklich eine absolute Katastrophe. So, ist wieder kein billiger Spieler bei. Hier Mittelfeldspieler Bender. Nee. Gut, jetzt haben wir erstmal spielfrei. Nachholspiele. So. Ja, 17. Spieltag. Uns erwartet, nee, wir, doch, uns erwartet, kann man schon so sagen, uns erwartet Mönchengladbach, die Fohlen, auf dem Bökelberg. Stadion gibt es ja gar nicht mehr, ne? Ja, die sind auf dem dritten Platz, also ist auch weiterhin, das sind jetzt gerade Top-Spiele, ehrlich gesagt. Da müssen wir natürlich auch was bringen, damit wir unseren Platz halten können. Trainingslager können wir uns ja nicht leisten, wir müssen Geld scheffeln. Wann wird denn eigentlich jetzt der Kredit fällig? Ist eine gute Frage. Ich gucke das ständig nach und kann es mir nicht merken. 21.02.95. Nee, da habe ich hab ich eine abgeschlossen. Warte mal, was ist los? Ach so, da. Fällig am 29.01.96. Oh, das ist nicht mehr lange. Genau, die 3,2 Millionen. Ach ja, wir sind ja kurz vor der Pleite. So war es.
Jetzt Ende des Monats wird uns ja mal wieder eine Million abgezogen. Oh, jetzt ist auch noch das Spiel ausgefallen. Aber es war eh kein Heimspiel, hätte uns auch kein Geld gebracht. Ja, Ausbau der Stehplätze ist abgeschlossen. Das ist schon mal sehr erfreulich. Jetzt ist sehr, ja, das Rückspiel im Europapokal. Da müssen wir jetzt natürlich, ja, zumindest wieder ähnlich gut spielen am besten. Das wäre ganz erfreulich. Wir gucken mal eben. Schön hier ist hier schon mal, Votava ist wieder einsatzbereit. Reckt leider immer noch nicht. Aber gut, dann muss es halt so gehen. Nochmal gucken, gibt es jetzt was Neues auf dem Markt? Nein, Eike Immel gibt es jetzt zu kaufen. Nö. So, zack, los geht's. Europapokal-Rückspiel gegen West Ham United in West Ham. Oh, ja, die schöne Chance wieder. Blub, alle umgehauen. Und, welche ist es? Geht er rein oder daneben? Daneben. Schade. Ja. Okay, bisher ist es relativ ereignislos. Jetzt die 24. Minute, West Ham United im Sturm und abgezogen kurz hinter der Mittellinie und Tortreffer. Das ist natürlich bitter jetzt. Eieiei. Ja, schön jetzt. Der Ballverlust, der direkte Konter von den Werderanern und nein, an den Pfosten gelenkt vom Torhüter. 38. Minute, wieder die Werderaner. So, schönes Passspiel vor dem Tor. Vors Tor gegeben, Kopfball rein und super, da ist er drin. Das ist der Ausgleichstreffer durch Legat. 45. Minute. Ja, erste Halbzeit ist vorbei. Da sieht man es. Ja, das würde ja reichen. Wäre kein Problem. Unentschieden. Wir haben ja das Hinspiel gewonnen. Das wäre also in Ordnung. Ei, doppelter Ballverlust ist immer schlecht. Das war knapp. Na, wir müssten jetzt ein Unentschieden nach Hause bringen. Das würde auch reichen. Oder aber wir machen nochmal einen Ball rein. Das wäre auch in Ordnung. Sogar sehr viel erfreulicher. Okay. So, das haben wir geschafft. Und damit sind wir weiter. So, Landesmeister. Da ist Duisburg weiterhin drin, jetzt schon im Halbfinale. Und wir sind im Halbfinale des Pokals der Pokalsieger. Wunderbar. Ja, gegen, kann ich nicht aussprechen. Gegen Split. Wie heißt das wohl vorher? Naja. Okay, das findet statt am 7.3. Ach, da sind wir ja schon pleite. Das werden wir also wahrscheinlich nicht mehr erleben. Mal sehen. Ich bin gespannt, ob uns der Pleitegeier erwischt oder nicht. So, 18. Spieltag, der letzte Spieltag vor der Winterpause, 2. Dezember. Ich habe das Gefühl, dass heute in der Bundesliga länger gespielt wird, bis kürzer. Vor Weihnachten sozusagen, aber ich kann mich auch täuschen. So, unser Spiel ist auf St. Pauli. St. Pauli im Moment auf dem 14. Platz in der Liga. Das sollte also zu schaffen sein. Jetzt gucken wir mal, ob hier sich was getan hat. Ne, Reck ist immer noch verletzt. Das heißt weiterhin Ehrmann drin. Und der gewinnt auch im Moment nicht an Stärke. Immer noch 38, seitdem wir angefangen haben, ihn einzusetzen. Das wundert mich eigentlich. Das Training müsste sich ja eigentlich auch mal bezahlt machen. Haben wir eigentlich gar nicht auf Training im Tor gesetzt? Ich weiß es nicht. Ja, nicht besonders. Können wir aber vielleicht mal machen. Vielleicht hilft das ja, wenn man mal einfach ganz gezielt Training für die Torhüter machen. So. Ja, 18. Spieltag. Wie gesagt, jetzt ist wahrscheinlich wieder mal das Geld weg. Oh, das ist schon bitter. Also, wir hatten 2 Millionen. Und da sieht man jetzt das Problem. Wir werden also nicht nur ein Monatswechseljahr haben in den Januar rein vor dem nächsten Spieltag, wenn jetzt Winterpause ist. Das heißt, dann sind wir schon bei minus einer Million. Nein, wir müssen auch noch 3,2 Millionen zurückbezahlen. Und wir können nicht mehr als 4 Millionen aufnehmen. Ich weiß also nicht, wie das funktionieren soll. Und wir spielen jetzt auch noch auswärts. Das heißt, da bekommen wir auch kein Geld rein. Ich gehe davon aus, es könnte jetzt tatsächlich gleich unser letztes Spiel sein. Das wäre natürlich tatsächlich tragisch und das Ende dieser Serie. Dabei sind wir ja sportlich erfolgreich. Aber wir wären auch nicht der erste Verein, der daran pleite geht. Ja, das Ligaspiel auf St. Pauli. Jo, was soll ich sagen? Pauli im Angriff. Heieiei. Vierte Minute schon direkt. Aber jetzt die Gegenchance für den SV Werder Bremen. Nein, Ballverlust. Was ist denn da los bei den Werderanern? Die sind ein bisschen unsicher am Ball heute. Wieder die Chance für St. Pauli, aber verstolpert. Glück gehabt. Ha. Ja, Ehrmann hat Glück gehabt, musste gar nicht zum Einsatz kommen. Oh, jetzt Oberschenkelzerrung. Das sieht nicht gut aus für Hartgen.
Ja, Eils rein, Dieter Eils. Mit der 5 eingewechselt. Zack, der muss jetzt die Lage retten. Am besten mit einem Tor. Da schon wieder Ballverlust. Nein, jetzt zurückerobert. Schöne Flanke, Fallrückzieher, aber an den Pfosten von Neubart. Okay. Schon viele Chancen. Das muss man sagen, schon ein spannendes Spiel nach nur 14 Minuten, was wir hier schon gesehen haben im Stadion. Ja, der Erste gegen den 14. Wieder Neubart. Minute. Nochmal, Werder Bremen im Sturm, im Angriff jetzt, zack, nein, gehalten. Ach, eine echte Bank hier, wieder Neubart. Ja, er hat kein Glück heute, der Neubart. Jetzt die Chance für St. Pauli, aber nochmal weggefaustet, okay. Ja, erste Halbzeit vorbei. Der Erstplatzierte macht nicht die beste Figur. Oder auch anders, wir können es auch positiv für St. Pauli ausdrücken. St. Pauli macht bisher eine sehr gute Figur in diesem Spiel. Lässt sich hier die Butter nicht vom Brot nehmen. Nicht da oben. Es ist eine steife Brise gerade wahrscheinlich auch im Stadion. Und das geht schon, nicht? Da, jetzt wieder. Bremen im Angriff. Schöne Flanke vors Tor. Und nein, 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 nein. Das war jetzt Alofs. Ja, das wird ein Unentschieden, wo? Ja, aber gut. Punktevorsprung war noch da. Jetzt immer noch 3 Punkte. Das ist gut. Tordifferenz ist immer noch tipptopp. Man kann nicht jedes Spiel gewinnen. Zumindest war es ja nicht verloren. Ja, und jetzt, jetzt wird es spannend. Jetzt ist also die Frage, geht es weiter oder geht es nicht weiter? Erstmal Winterpause. So. Oh nein. Oh Gott. Ja, ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr jetzt schon so viele Folgen dabei seid, genau das hatten wir ja schon vom Übergang in der ersten Saison. Habe ich ja gedacht, ich würde Geld bekommen. Aber die Spieler bekommen Geld. Geld, das ich sowieso nicht habe. Jetzt kriegen die hier in der Bundesliga 380.000 D-Mark. Also wenn wir jetzt mal rechnen, wir sind mit 800.000 D-Mark in die Winterpause gegangen. Am Jahreswechsel werden wahrscheinlich etwa 1 bis 1,2 Millionen fällig. Heißt ja, wir sind schon 400.000 im Minus plus die 380, also nochmal 400.000, sind wir bei 800.000 Minus. Und wir müssen 3,2 Millionen zurückbezahlen. Das macht, ach, das brauchen wir gar nicht weiter rechnen. Ja. Ja, ihr Kredit von der Bank wurde heute fällig. Eieiei. Zwei Monatswechsel sogar. Erst im Februar ging es weiter. Puh, ah. Ja, herzlich willkommen. Wir haben einen Kontostand von minus 4,7 Millionen D-Mark. Oh, zumindest müssen wir nicht mehr so viel Zinsen zahlen. Man muss ja das Positive sehen. Ja. Tja, ich weiß nicht. Bringt das jetzt was? Lohnt sich das weiterzuspielen? Wenn jetzt auf dem Transfermarkt ganz viele ganz billige Spieler wären und wir unsere alle verkaufen würden, dann wird es vielleicht klappen. Also ich meine, wir können es versuchen weiterzuspielen, aber... Also das Spiel hängt im wahrsten Sinne des Wortes an einem seidenen Faden jetzt gerade. Ich weiß gar nicht, geht man hier richtig pleite, sagt das Spiel irgendwann, es geht nicht mehr oder geht es einfach sozusagen, also weil halt nichts mehr passiert bei uns? Ach nee, jetzt ist Recke wieder gesund und schwupp hat der Ehemann auch Stärke gewonnen. Wahrscheinlich durch unser gutes Training, was wir da jetzt machen. Na gut, aber das bringt uns auf jeden Fall Stärke zurück. Dann können wir hier auch wieder ein bisschen auf unser normales Training gehen. Ja, bin jetzt so ein bisschen desillusioniert hier. Das ist natürlich hier ein Bild, wow. Naja. Gut, was haben wir für ein Spiel? Schauen wir mal. Wir haben ein Heimspiel gegen VfL. Typ im Westen! Entschuldigung, das überkommt mich schon mal. Ja, Trainingslager können wir uns wohl wahrscheinlich nicht leisten. Da können wir höchstens abwaschen, um vielleicht Geld zu verdienen. Ja, kommt jetzt auf jeden Cent an. Also Pfennig, muss man ja sagen. Geht ja noch um D-Mark. Gucken wir mal.
Ligaspiel, Heimspiel vor 22.000. Das ist auch bitter, denn wir haben ja jetzt 30.000 Plätze. Also wahrscheinlich müssen wir den Preis doch nochmal ein bisschen absenken. Wir können ja auch nichts am Stadion machen da an unserer komischen Kaschemme. So, aber direkt die Chance. Aber wird auch nichts. Das ist auch alles. Jetzt ist auch der Wurm hier drin. Ja, 40. Minute. Rote Karte, Dehring. Jetzt in Unterzahl und direkt die Chance für den VfL Bochum. Und da ist er drin. Ja, was soll man sagen? Ach, da ist wieder die... Und, na, der ist immerhin drin. So, das war der Ausgleich durch Alofs nach einer unglaublichen Torchance. Sowas hat das Publikum noch nicht gesehen. So, jetzt wieder die Werderaner im Angriff. Vielleicht klappt es ja noch und sie reißen das Steuer rum. Aber wo soll das Geld herkommen? Der Pleitegeier schwebt über uns. Also, ich kann auch an nichts anderes denken gerade. Auch der Sport ist so ein bisschen in den Hintergrund dabei. Ja, die Schuldenlast ist erdrückend, muss man einfach sagen. Wobei wir müssten uns jetzt eigentlich mal angucken, wie viele Zuschauer brauchen wir eigentlich? Jetzt haben wir ja die, wir haben natürlich die Zinslast nicht mehr, die wir vorher hatten, und die war ja durchaus nicht ganz ohne für die 3,2 Millionen. Vielleicht brauchen wir also tatsächlich auch nur diese 22.000 Zuschauer oder so. Das müssten wir jetzt mal gegenchecken. So, auf jeden Fall im Moment sieht, ja, vielleicht gewinnen wir es auch nicht. Hier nochmal eine Chance für Bochum. Nee. Okay, also 2:1 gewonnen, eher so ein Arbeitssieg, nichts Tolles, muss ich sagen. Kann ich schon verstehen, dass das Stadion nicht voll war. Aber was will man machen? Gut. Ja, hochverdient würde ich das nicht nennen, also da ist der Zeitungsschreiber doch ein bisschen sehr euphorisch. Gucken wir uns das mal an. Also wir haben noch immer noch 800.000 Schulden und wir brauchen einen Schnitt von 40.000. Wir haben 30.000 Plätze im Stadion. Ach ja. Ja, ehrlich gesagt sind das also wahrscheinlich wirklich die letzten Spieltage, die wir jetzt hier sehen. Das ist ziemlich traurig. Und Dehring für 7 Spiele gesperrt ist auch ziemlich bitter. Ich weiß nicht, wie wir da wieder rauskommen sollen aus der ganzen Misere. Tja. Jetzt ist ja auch die Option weg, dass wir Spieler kaufen, die irgendwie billiger sind. Können den Leuten ja auch nicht weniger Geld einfach geben. Dann machen die auch nicht mit. Ja, noch ein Ligaspiel jetzt gegen den BVB. Ein Auswärtsspiel. BVB direkt im Sturm. Direkt hier die erste Chance, aber übers Tor drüber. Glück gehabt. Wer war's? Ach, wird ja nicht angezeigt. Vergesse ich immer wieder. Auch in der 27. Folge kann ich mir das nicht merken. So, 24. Minute. Wieder der BVB im Sturm. Und da ist der Ball drin. Ach, das ist doch alles nichts hier. Wir hätten vielleicht auch einfach nicht weitermachen sollen gerade. Ist eigentlich auch schon Ende. Das Ende der Folge ist eigentlich erreicht. So, da ist der Gegentreffer. Unentschieden steht es jetzt. Ja, der Ausgleich ist da durch Neubart. Aber direkt wieder BVB. Also es ist ein Hin und Her. Bisher der BVB tendenziell mit mehr Chancen. Also nicht nur tendenziell, auch absolut eigentlich. So, jetzt wieder. Schon wieder BVB. Boah, was für ein Schuss nach vorne und abgezogen. Volley. Wahnsinnstor, muss man zugeben. Toll. 45. Minute, ja, das ist ein bisschen bitter. Dabei sind wir eigentlich jetzt wieder besser aufgestellt, auch mit Reck im Tor. Aber ehrlich gesagt hat der Ehrmann eine bessere Figur gemacht. Und er hat deutlich niedrige Stärkewerte. Ja, das war nix. Ja, können die Werderaner jetzt das Spiel noch rumreißen? Das ist die Frage. Vielleicht müssen wir doch mal jemanden einwechseln hier. Bisschen frische Spieler reinbringen. Klaus Allofs raus, Windenrufer rein, Wotawa raus, Stremel rein. Zack, los. 80. Minute, 83. Minute. Ja, jetzt noch mal eine Chance für den SV Werder Bremen. Schön ausgespielt, aber nein, gescheitert am Torhüter. Noch 7 Minuten zu spielen. Können die Werderaner das Spiel noch rumreißen? Nein. Ah, das ist bitter, das ist bitter. Naja gut, jetzt ist der Vorsprung fast hin. Na, Glück gehabt, okay. Und es gibt ja noch ein Nachholspiel. Wir haben also auch noch ein Spiel weniger. Also theoretisch ist der Vorsprung noch ein bisschen größer. Davon ausgehend, dass wir das Nachholspiel gewinnen. So, jetzt haben wir erstmal spielfrei und tatsächlich ist ja auch die Zeit um. Wir haben jetzt schon wieder 24 Minuten gespielt hier. Ja, was soll ich sagen? Ich weiß nicht, wie lange das noch gut gehen kann. Wir haben einen unglaublichen Schuldenstand inzwischen von minus 5 Millionen. Das ist also ein Spiel auf Zeit. Ich befürchte, spätestens am Ende der Saison sind wir durch hier.
Und das wird ja nicht mehr lange dauern. Da hilft auch der Europapokal wahrscheinlich nicht. Da werden wir nicht genug Geld mit verdienen. Und am Stadion können wir ja nichts ändern. Also das ist ein ganz großes Problem. Wir befinden uns im wahrsten Sinne des Wortes in einer absoluten Schuldenfalle. Naja, mit diesen schrecklichen Worten und der Hoffnung darauf, dass Peter Zwegert vielleicht vorbeikommt und uns hier rettet aus dieser Misere, bedanke ich mich, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, abonniert mich, also nicht mich, sondern den Kanal natürlich. Und ansonsten sage ich bis bald und Dankeschön. Ciao.